Ja, Martin Schulze, Trainer UAC, ein tolles Wochenende, oder? Ja, absolut. Gerade mit den Voraussetzungen, Breitenstein ausgefallen, Mieling ausgefallen, die komplette Innenverteidigung weg. Und dann ist, glaube ich, gefühlt das erste Mal seit 15 Jahren, dass wir hier in Mülheim gewinnen können. War eine klasse Leistung meiner Mannschaft und natürlich mit 6 Punkten sehr zufrieden, ja. Ja, da fehlen ja auch noch Moritz Fürste und Marco Milkau. Wie habt ihr die ersetzt? Es wird langsam besser. Ersetzen kann man die alle nicht komplett, das ist klar. Aber wir finden so langsam unseren neuen Stil. Und ja, es ist wichtig, jetzt erstmal Punkte zu holen, unten wegzukommen. Und dafür war das ein ideales Wochenende. Eine Frage zum Modus noch. Andere Verantwortliche von anderen Vereinen sind nicht so begeistert von dem Modus Doppelwochenende mit dem Gedanken an die Jugendlichen. Ja, ohne Doppelwochenenden geht es ja gar nicht. Das ist einfach nicht durchführbar mit der Anzahl der Spieltagen. Und also ich habe da keine Probleme mit. Okay, vielen Dank, gute Heimfahrt. Jo, werden wir haben, danke.